Leute, und herzlich willkommen zur achten Entdecker-Herausforderung. Und zwar müssen wir erstmal wieder eine Karte finden, bevor wir die Entdecker-Herausforderung so gesagt weiterführen können. Und zwar begibt ihr euch, nein, nicht auf Fortschritt, sondern bei Karte hier zu Kern Lake. Hier ist Barrow Lake. Lagoon oder wie auch immer. Hier ist Valentine, nordwestlich von Valentine, ganz nordwestlich ist der Cairn Lake. Hier war man auch in Kapitel 1 in der Story. Hier ist Strawberry, auch nördlich, ganz nördlich. Hier Wilder Station und auch nordöstlich, nördlich von dem M von Amberino. Dann begibt ihr euch hier in so eine Hütte, also die ist, ne, hier so ein ganz kleiner See und hier ist auf der Minimap auch eine Hütte eingezeichnet und hier am Bett befindet sich eine Schatulle, die plündert ihr bzw. untersucht sie und dort nehmt ihr die Karte mit, ne, falls ihr natürlich auch die restlichen Sachen braucht, nehmt ihr die auch natürlich noch mit. So, dann gehen wir auf Dokument untersuchen und sehen, dass dort dann die erste Karte ist, wo wir uns hinbegeben. Und da begeben wir uns dann jetzt auch hin. So, und zwar müssen wir genau, ne, hier hin, zwischen dem R und dem L, bei Scarlet. Hier ist Saint Denis. Unter dem E von Lemoyne. Und zwar ist es ein ganz weiter Weg und nördlich von Rhodes. Genau hier zwischen dem R und dem L und etwas weiter nach vorne befindet sich dann so ein solch ein toter Baumstamm. Dann durchsuchen. Und da haben wir jetzt die nächste Karte bekommen. Und auch somit haben wir dann auch schon mal die achte Entdecker-Herausforderung abgeschlossen.